Okay, bitte sagt mir, dass mein Ton jetzt sauber läuft. Das wäre total super. Ich habe mich gerade geguckt, irgendwie gab es Probleme mit dem Server. Ich weiß jetzt, ich habe nur noch nicht herausgefunden, ob es jetzt an Twitch lag oder meiner komischen Software. Ich muss die Woche mal eine andere ausprobieren. Das wäre für den nächsten Stream, dass ich eine andere Software nutze. Und wenn das Problem da auch auftritt, dann hat es zumindest damit nichts zu tun. Und wenn das da sauber läuft, dann bleibe ich bei der neuen. Kann ja so nicht weitergehen. Das ist ja, da kommt man schon so selten zum Stream. Und dann auch immer noch so ein Mist dabei. Das ist ja. So, okay. Wir wollen immer noch versuchen, Gilly zu erreichen. Und ich habe erstmal einfach nur das Ding hier neu gestartet. Und dann sagte mir halt die Software, es hat Probleme, den Server zu erreichen. Jetzt muss ich mich schlau machen, ob es da noch einen zwischengeschalteten Server irgendwo gibt, dass der das Problem verursacht, das ich hier habe. Also, dass die Software wirklich schuld ist. Und da irgendwie, keine Ahnung, noch ein extra Server für die Kommunikation mit Twitch zwischengeschaltet ist. Was ich mir eigentlich nicht vorstellen kann. Ich würde eigentlich davon ausgehen, dass man einen Direktkanal zu Twitch aufmacht. Da muss ich mich mal belesen. Man ist ja eigentlich erstmal relativ naiv, geht man immer an so eine Sache dran mit solcher Software und denkt sich, jo, schmeißt du an, läuft. Klappt nur selten. Das ist wie früher bei Computerspielen. Handbuch, brauche ich nicht. Drei Stunden später, verdammte Kacke, wie funktioniert das Spiel eigentlich? Das ist halt so. Also ich habe das immer so gemacht bei Spielen und ich habe das jetzt hier bei der Software genauso versucht. Ich habe das bei meinen ersten YouTube-Videos auch so versucht und die gibt es noch, also allzu schlimm waren die trotzdem nicht. Okay. Wir brennen gleich eine Sekunde. Das ist ja super. Jetzt habe ich wieder dieses Problem. Und zwar, dass ich jetzt ja mein wunderschönes ACS anschmeiße. Und dadurch alles wieder durcheinander bringe. Ist egal, wir kriegen das jetzt schon irgendwie hin. Feuer nicht so viel mit dem ACS durch die Gegend. Ganz entspannt. Irgendwie treffen wir den. Und wenn ich gleich mit dem ACS einfach nur wild hin und her lenken muss. Ja, das liegt daran, weil die Spiele werden ja mehr casual. Was einfach daran liegt, dass halt alle möglichen Leute heutzutage Computerspiele spielen. Das ist ja auch nichts Schlimmes. Ich finde das eigentlich auch ganz gut. Ist die Sache gerade? Ah ne, so mache ich die ja höher. Ich will die ja verringern. Ich weiß, ich drehe mich gerade im Kreis, aber irgendwie funktioniert es, dass die Separation dadurch geringer wird. Ich weiß nicht warum. Oh, jetzt wird sie wieder höher. Ah, okay. Ich muss dann gleich. Ich drehe mich eigentlich nur im Kreis. Ich muss nur rechtzeitig dran denken, wann ich umdrehen muss. So wie hier, damit ich mich immer schneller im Kreis drehe und gleich nicht weiß, wie ich das stoppen soll. Was kommt, Separation? Oh, da ist was. Hör auf, dich zu drehen. Stopp! Hör auf! Aus! Aus! Ende! Nein! Da ist es wieder.
Ich vertraue jetzt erstmal auf die Massenträgheit, dass das irgendwann aufhört, sich zu drehen. Gut, ist das im Warp? Also einfach mal anwarpen, dann hört es sofort auf. Ja, super. Hätte ich mir auch denken können. So, da wir jetzt einen Encounter haben, muss ich nochmal Quicksave machen. Das geht nicht. Ja, wenn ich da denke, damals Colonization, ne? Also auch mein erstes Let's Play auf YouTube, da hab ich, wie gesagt, da war ich, keine Ahnung, wie alt war ich da? 8 oder so? Und da gab es halt so ein riesiges Buch. Also richtig Buch. Ich weiß gar nicht, ich müsste eigentlich mal gucken. Hab ich die? Ich würde das gerne mal zeigen. Ich muss mal hinter meinem Bluescreen gucken. Hab ich leider gerade nicht da greifbar in meinem komischen Regal. Also da hat man natürlich als 8-Jähriger keinen Bock drauf, das zu lesen. Dann haben wir einfach angefangen. Und das Spiel hört übrigens dann auf und sagt, du hast verloren, wenn du im Jahre 1600 keine Kolonie mehr hast. Ne, das Spiel geht halt 1492 los und dann sind wir mit den Pionieren und dem Soldaten, mein Bruder und ich, wir sind da über 100 Jahre über die, haben uns alles angeguckt, den ganzen Kontinent, die Inseln und so weiter, mit dem Schiff alles umfahren und so weiter. Wir wussten aber nicht, wie man eine Kolonie gründet. Und dann war nach über 100 Jahren war halt dann das Spiel vorbei. Und wir so, oh, warum? Und irgendwann beim nächsten Mal haben wir das hier genauso gemacht, weil nein, wir gucken nicht in einem. Irgendwann haben wir dann das im Menü gefunden. Ach, guck mal, da oben ist ja ein Menü. Da gibt es so eine Taste, ob die hier, ne, mit Möglichkeiten und. Ach, guck mal, da ist Kolonien bauen. So geht das also. Und das heißt, wir haben die ersten zwei Runden haben wir einfach stolz vor dem Computer gesessen und einfach nur die beiden Figuren rumgeschickt und eigentlich nichts von dem Spiel gesehen und trotzdem Stunden rumgekriegt. Das ist super. Wie lange haben wir da drin? Wir haben 2 Minuten oder so höchstens, ne? Ja. Okay, jetzt ist mir jetzt gerade egal, wie er sich dreht. Hauptsache, er dreht sich. Und wir können einmal schnell abbremsen. Ja, ja. Autosave. Okay, Autosave ist super. Du willst nicht wirklich, ne? So, jetzt aber. Ja, ich bremse jetzt schon, weil ich habe nur eine Minute Zeit. Wir sind jetzt zwar nicht so unter Zeitdruck, aber ich traue dem Braten nicht. Niemand vertraut Gilly. Vor allem tut mir der arme Scientist ein bisschen leid, der gleich so vereinsamt auf diesem Felsbrocken leben darf. Für die nächsten 50 Jahre oder so. Und ihr mir auch, weil ich nämlich gerade jetzt so wieder husten muss. Man kennt das ja. Das ist so eine Stream-Krankheit, glaube ich. Ich muss immer nur husten, wenn ich aufnehme. Das liegt daran, weil ich trinke nichts. So, okay. Ja, ich sollte schon einen ganzen Orbit brennen. So. Das aus, das aus. So, jetzt muss ich das Ding hier oben aber mal anmachen. Ich muss das jetzt doch eigentlich. Entschuldigung. Ne, ich habe später angefangen, bei dem ganzen Handbuch die ganzen Geschichten drin zu lesen, weil das ist ja ein Geschichtsbuch. Steht über jeden Gründerväter eine ganze Seite voll und zu jeder Nation mehrere Seiten. Zu jedem Indianervolk, das man da treffen kann. Also. Ich habe über die amerikanische Geschichte und Unabhängigkeitskrieg am meisten gelernt über das Spiel Colonization.
Ja, ich weiß, das ist nicht alles korrekt, was da drin ist, aber sonst lernt man dazu ja nichts in der Schule. So, okay. Ich müsste das jetzt abwerfen. Mit dem Ding dann versuchen zu landen. Ja. Aktiviert habe ich dich, ne? Gut. Also, erste Stufe weg. Genau, hau erstmal ab. So. Nächste Stufe weg. Achso, das war die. Ja, klar. Die muss es ja auch noch geben. Ein Triebwerk an. Huch. Scheiße. Eine halbe Sekunde. Und schon kurz vor Absturz. Okay, und ja, die brauche ich auch nicht mehr. Der Rest muss eigentlich. Den Rest müsst ihr machen. Und dafür habe ich euch dabei. Puh. Die Antenne ist noch dran, ne? Ja. Ich traue mich nicht. Ja, ich weiß, aber ich habe ja noch einen ganzen Tank dabei. Ich weiß auch nicht, ich hatte extra zwei Tanks mitgenommen, weil ich mir dachte, oh, das reicht bestimmt nicht. Aber irgendwie. Also entweder ist meine Rakete zu klein, oder, ne, also dass sie nicht ans Ziel kommt, oder die ist einfach, wenn ich dann was gebaut habe, das zum Ziel kommt, ist einfach zu viel Zeug dabei, das man nicht mehr braucht. Es gibt nur die beiden Möglichkeiten. So, jetzt bleibt trotzdem erst einmal die Sache, dass ich jetzt zur Periapsis fliege. Wir sollten keinen Verbindungsabbruch haben, solange wir auf. Na gut, irgendwo da landen. Also das Ding, das dreht sich. Das dreht sich wirklich wild, ne? Oder kommt mir jetzt gerade nur so vor, weil ich im Time Warp bin? Da doch, liegt nur am Warp. Okay, ich dachte gerade, das dreht sich aber zügig. Ich habe mir gerade schon Sorgen gemacht, wie ich da landen soll. Also diese Rotationsbewegung unter einem, da wird man ja kirre dann bei. So, okay. Achso, ich kann nicht schneller. Gut, ist nicht schlimm. Ich will ja eigentlich da landen, ne? Könnte auch da landen. Hauptsache, ich lande irgendwo, wo Sonne ist. Wir haben genug Batterien dabei, so ist es auch nicht, ne? Aber okay. ACS an und warte. Was mache ich denn? Bremsen, genau. Ich hatte gerade auf Bremsen gedrückt, aber ich muss ja hier Gas geben, weil ich ja retrograd stehe. Wie schon lustig. Kann jetzt auch noch drehen? Aber nicht so schnell jetzt. Na, warte, nee, ich müsste. Warte. Ich hätte mich jetzt eigentlich gern auf Sonne gedreht. Aber ich traue mich das jetzt gerade nicht. Ich könnte auch da landen. Müsste ich mich nicht dann Richtung Sonne drehen? Ich kann ja erstmal nach da oben warpen. Weil wir wollen ja unten landen. Nee, ich müsste. Nee, da will ich landen. Da möchte ich landen. Wie soll ich das denn jetzt noch hinkriegen? Ach, ich lande jetzt oben drauf. Das meint sie oben drauf landen. Quick Save. Dann klappt das. Dann machen wir direkt einen nach. Ich bremse so weit ab wie möglich. Und dann müssten wir ja. Wir müssten ja mit einem Temp, wenn wir jetzt schon nur 17 Meter die Sekunde drauf haben,
müssten wir ja mit einem Tempo fallen, dass ich gar nicht mehr gegenbremsen muss, sondern wir würden langsam und friedlich nach unten segeln. Oder halt extrem entspannt fallen. Ach, ich kann nicht höher warpen. Ja, gut. Denn die Zeit muss sein. Hat Gilly verschiedene Biome? Nee, ne? Das macht den Rover erst recht überflüssig. Aber egal. Hauptsache, wir haben einen. Haben wir denn auch eine Gilly-Plan... Ne, wir haben eine Eve-Plan-Flag-Mission, ne? Schade. Es rechnet auch keiner mit, dass man einen Scientist einfach mal so auf Gilly aussetzt. Wer macht denn das? Da will doch keiner freiwillig hin. Der ist ja auch nicht freiwillig da, der ist einfach nur strunzdoof. Dem wurde das gesagt und dann macht er das halt, ne? Doch Biome. Na gut, dann lohnt sich der Rover dann hier wenigstens doch. So. Hier oben auf Gilly sollten wir erstmal keine Probleme haben. Verdammt, wo muss ich denn jetzt bremsen? Da. Ist das jetzt bremsen? Nein. Ich suche. Das Gas ist egal. Ich kann auch mit Gas geben arbeiten. Dann bremse ich halt da. Sehr schön an den Notes. Ne? An den RCS. Da ist es ja egal, wo man hin sich ausrichtet. Bremsen kann man. Huch. Nicht abhauen. Ich brauche meine Finger an der Tastatur. Scheiß auf die Maus. Die hilft mir gerade überhaupt nicht. Bleiben jetzt gleich in der Luft stehen. Das ist schön, ne? Dann landen wir da im Krater, da wo auch nie Sonne hinkommt. Ach, Kacke. Ist egal. Wenn ich jetzt wüsste, wie ich drehe, würde ich das gern machen. Wobei, ich kann ja... Wir werden jetzt einfach hier oben... Hup! Oh, das ist ein bisschen hart. Nochmal weg. Okay. Ich kann tatsächlich drehen. Nur nicht übertreiben. Dann weiß ich ja wenigstens schon mal, in welche Richtung ich müsste. Und ich drehe mich doch, hast recht. Nee, das mit seitlich beschleunigen habe ich gerade schon probiert. Das wollte ich irgendwie nicht so, wie ich wollte. Aber es sind dann meist, es sind Anwenderfehler. Da, Okay. So muss das gehen. Weg. So, da kriegen wir dann Sonne. Und jetzt... Episches Landemanöver. So, okay. Alles ist gut. Man weiß jetzt natürlich nicht, ob ich jetzt plötzlich wieder abhebe oder ob ich wirklich lande.
Ich weiß halt auch nicht, welchen Höhenunterschied wir jetzt hier haben. Also ab wann tue ich mir weh? Ja, die Frage ist, nee, da ist noch Platz. Glaube ich. So. Okay, theoretisch müsste das. Ich bin immer noch davon überzeugt, dass das gleich ganz entspannt landen wird. Ich weiß nicht, wie ich in diese auf diese irrige Annahme komme. Aber ich glaube da voll dran. Problem an dieser irrigen Annahme ist, glaube ich, dass der Planet oder der Steinklumpen das gleich anders sehen wird. Gut, dass wir unglaublich viel ACS dabei haben. Ja, ja, jetzt habe ich wieder das Problem, ne? Oh nein, ich bewege mich. Das, liegen auf Gili auch Kiesel rum? Nein, es ist ja selber nur ein einzelner Kiesel, ne? Da dürfte es keine Kiesel geben. Ja. Ich möchte mich so gerne mittig darauf ausrichten, aber das kann ich vergessen. Jede Bewegung verschiebt es. Boah, das Ding wurde doch auch nur in das Spiel implementiert, um die Spieler zu ärgern. So, okay, ganz entspannt. Autosave, Lag, Absturz, kaputt. Oh Gott, es gibt hier eine Atmosphäre. Da hätte ich jetzt ja nicht mit gerechnet. Ich weiß nicht, also, hätten wir jetzt einen Rest der Rakete drangelassen, hätten wir wahrscheinlich mehr Anziehungskraft als er. Mehr Masse. Na gut. So sieht das Ding jetzt doch größer aus als erwartet. Ich habe jetzt gerade wirklich eigentlich nur mit einem kleinen, wirklich kleinen Asteroiden gerechnet. Ist ja schon fast riesig im Vergleich zu dem, was ich erwartet habe. Ich wollte sagen, was ist denn da abgestürzt? Das sind irgendwelche Sachen, die, glaube ich, um Gili rumkreisen, ne? Wir haben ja bisher auf Gili noch nichts gelandet. Ganz entspannt. Mich nervt gerade, dass ich gar nicht warpen kann, ne? Doch, ich weiß, ich kann jetzt über Alt und die Punkte kann ich jetzt den, glaube ich, aktivieren. Aber der nimmt die Rotation mit, deswegen mag ich den jetzt gerade in dieser Situation irgendwie gar nicht. Ich könnte das SAS anstellen. Und sagen, mach mal so. Und dann könnte ich, glaube ich, okay. Warum denn einfahren? Da passiert nichts. Meinst du?
Ja, die, gut, die Action Group macht jetzt nichts, ne? Weil die ist nur fürs Ausfahren gedacht. Oh ja, das habe ich auch super hingekriegt hier, ne? Ach, wieder alle einzeln, ne? Das ändert jetzt auch direkt meine Flugbahn. Und hier traue ich dem gerade zu, dass es mir gleich die Antenne abreißt. Nö, okay. Gut. Wir haben ja genug Batterien dabei. Wir sind jetzt ja gerade nicht aktuell mal ausnahmsweise nicht darauf angewiesen. Wir landen so auf der Tag-Nacht-Grenze. Ich sehe da unten schon die Bodenwellen auf mich zukommen. Toll. Und die Sonne haut ab. Wo ist sie? Ne, da oben. Wirklich abhauen tut die nicht. Die Bodenwellen stören mich gerade trotzdem. Und ich sehe dort im dunklen Bereich natürlich gleich nicht meinen Schatten, weil es ja dunkel ist. Ganz entspannt. Allzu hoch sind wir nicht mehr. Da ist doch eine Senke. Das geht doch voll in die Hose jetzt gleich. Ah. Dilby ist happy. Ich nicht so. Ich höre den Steuern, aber ich sehe es nicht. Und irgendwie wirkt das hier total uneben. Das Ding kippt doch gleich um. Das Ding ist so klein, man sieht so extrem die Erdkrümmung, dass ich... die, keine Ahnung. Doch, am Rover. Am Rover sind Lampen. Da. Ist das, leider habe ich keinen Mund hingekriegt, sonst wäre das das Smiley Face. Aber Hauptsache, er hat eine Thaddäus-Nase. So, egal. Ich trau mich nicht. Vor allem, eigentlich müsste ich mich gleich drehen, weil sonst kippen wir um, ne? Weil wir landen jetzt ja sonst gleich mit den Füßen zuerst. Ich möchte ja eigentlich immer gerne mit allen Füßen gleichzeitig aufkommen. Ist am stabilsten. Habe ich da einen Schatten gesehen? Nö. Doch, da! Und? Ach, ich habe vergessen, das ACS und so auszustellen. Alles gut. Es wäre ja auch keine Landung von mir, wenn sich nicht alles wild drehen würde. Verdammt. Das erklärt, warum ich die Paneele einfahren sollte. Die wären jetzt wirklich weg. Kriege ich da irgendwie... So... Dilby guckt jetzt nicht mehr ganz so begeistert. Verstehe ich nicht. Aber alles gut.
So. Ah. Oh, das. So. Konzentration jetzt, bitte. Wir wollen nämlich eigentlich nicht abheben. Ich würde eigentlich gerne wieder ein bisschen bremsen. Und dann landen wir halt nochmal. So eine Kacke. So. Ich habe mir leider nicht gemerkt, auf welcher Höhe wir angefangen haben zu springen. Aber eigentlich lief das ja ganz gut, ne? So. Jetzt beschleunige ich nach unten, ne? Das ist auch cool. So. Ja, für Stimme. So, jetzt nochmal. SAS. Auf Bremse, bitte. Falsche Richtung? Nein, war alles super. So. Okay. Wir sind ungefähr wieder in der Ausgangslage von vor 15 Minuten. Dilby ist auch wieder glücklich. Also es ist nichts passiert. Ich müsste jetzt auch so total begeistert. Das sieht bei mir aber nicht ganz so gut aus. So, diesmal dran denken, das SAS sofort ausmachen, wenn ich den Schatten sehe. Nee, denn das, ich glaube, das Hauptproblem war einfach, dass ich mit SAS angelandet bin. Der wollte dann mit dem ACS plötzlich den Schwenk, der hier auf den NAV-Ball passiert, ausgleichen und hat mich dann einfach irgendwo hingeschossen. So, Schatten, Schatten, irgendwo ein Schatten. Mal gucken, du bist doch irgendwo da oben. Ja, dann muss der Schatten irgendwann von da kommen. Alles ist gut. Da ist er. Diesmal stelle ich dich aus. Querbewegung. Hasse ich. Warum springt der weg? Das sind die Stützen. Die drücken mich einfach wieder hoch. Er setzt auf und durch die Hydraulik. Ich suche jetzt gerade Ausreden, warum dieses Ding nicht landen möchte. Das ist doch nicht wahr. Das ist doch nicht normal. Moment mal. Halt! Doch. Hör auf, dich zu drehen. Okay.
Gut, das ist gleicher Fehler wie vorher. Ja gut, er hat mit einer mit erstmal nur mit einer Stütze aufgesetzt. Aber warum haut der mich raus? Damit das nach vorne klappen kann. Erstmal muss ich jetzt gucken, wie dieses Ding sich hier wieder beruhigt. Bläh. Ach so, und dann, also war es doch, wie ich meinte, die Hydraulik, ne? Die dann sozusagen Gegendruck und Wusch und mich rausgeschossen hat. Okay. Das heißt also schon mal, ich habe nicht falsch gedacht. Beim zweiten Mal. Okay. Jetzt. Oh. Bringst du das in Ordnung? Ja. Danke, ich bin ja gerade zu doof für. Also, wir hauen schon wieder ab, ne? Das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja eigentlich landen. Also, SAS, ausrichte dich mal nach da und dann. Na, David. Ich kann nicht umstellen, weil. Ich kann das nicht mehr einstellen. Warum? Jetzt, okay. Alles gut. Da du keine relative Schwerkraft hast, kannst du so viel Zeit wie nötig nehmen. Okay. Ich versuche das jetzt gleich nochmal. Wir versuchen es jetzt noch. Es wird nur immer dunkler. Bitte die nächste Wegkatapultierung Richtung Sonne. Wäre super. Ich könnte mich auch einfach so drehen, dass meine coolen Glubschaugen mir das Ziel zeigen. Okay. Erstmal können wir wieder ein bisschen warpen. Dann versuchen wir mit den hinteren Stützen zuerst anzukommen. Was interessant werden wird. Oder halt am besten gleichzeitig. Ja, das. Da träume ich auch immer von. Jetzt funktioniert nur sehr selten. Ich finde es auch beispielsweise total verstörend, dass man sieht, hier großer Hügel, trotzdem gerade unter mir, wo alles krumm und schief ist, da ist mein Ziel. Dann müsste das eigentlich doch eher da sitzen. Aber okay. Landeversuch Nummer 3. Also Geschwindigkeit auf 0 runter, jetzt kriege ich hin. Nur würde ich. Ich werde den. Nein, hier gibt es keinen Schatten mehr. Ich. Oh. Okay. So. Es ist jetzt nicht 0, das sehe ich. Halt, du darfst kein Ziel mehr haben. So, jetzt tue ich so. Als würde ich gleich rechtzeitig richtig aufkommen. Also, drauf zu beschleunigen.
Aber warte mal. Ich komme ganz entspannt runter, ne? Also ich tue so. Jetzt weiß ich, was du meintest von wegen entspannt. Was war das jetzt? Autosave wieder? Es war schon besser. Immer noch scheiße. Aber besser. So, danke. Ich weiß, dass das der gleiche Fehler war. Aber besser. Und diesmal glaube ich auch ein bisschen mehr Richtung Sonne wieder katapultiert worden. Boah, Alter. Hättet ihr mich nicht vorwarnen können, dass es so schlimm ist, auf diesem Ding zu landen? Ich habe jetzt mir sowas gedacht wie bei Minmus oder so. Der ist ja auch nicht so viel kleiner. Nein, der ist total eben. Nein, hier, da hier unten ist wirklich. Da würde ich. Ich könnte da auch hinfliegen, oder? Da ist auch mehr Sonne. Nee. Ich flieg mal. Ohne SAS, weil das irritiert jetzt gerade. Mal da vorne hin. Dann haben wir auch mehr Licht. Ich bin auch total irritiert, was ich hier gerade lenke und mache und tue. Weil ich will ja eigentlich doch dahin. So. Dann fliegen wir mal da auf die schöne flache Ebene. Ach Mensch, die Bratwurst. Moin. So, fliege ins Licht, Dilby. So. Okay. Ähnlich schwierig wie Minmus. Also bei Minmus hatte ich noch nie Probleme. Da landet das schon irgendwie. Interessanterweise, ja, natürlich, wie immer am Abstürzen, aber die Kapsel geht dabei nicht kaputt. Das ist super. Null. Null ist super. So, ich gehe davon aus, dass das hier vielleicht ein bisschen ebener ist. Da hinten, man sieht ja hier überall nur Hügel. Ist ja kein Wunder, dass das nicht funktioniert. So. Da wir ungefähr die Hälfte von unserem Monoprop jetzt schon verbraucht haben, speichere ich noch mal. Ist doch nicht wahr. Na komm, lass doch mal auf Gilli landen. So schwer wird das nicht. Ach. Wobei auf der anderen Seite, ich bin froh, dass ihr mich nicht. Du hast immer noch Orbitgeschwindigkeit eingeschaltet. Ach so. Ah.
Ah, dann sieht das auch gleich alles ganz anders aus, wegen der Querbewegung. Das erklärt auch, warum das. Oh, ich will ja schon wieder mit dem Falschen. Warum das wieder nicht so funktioniert, wie ich das gerne möchte. Also, wo wir jetzt bei dem Thema wären, es zeigt nicht das an, wie ich zum Boden stehe. Ist ja auch kein Wunder, wenn ich nach dem Orbit laufe. Hat das nicht früher mal selbstständig geschwenkt? Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Oh ja. Okay. Jetzt wird's was. Konzentration. Aber danach brauche ich eine Pause. Ich hätte wahrscheinlich auch andere Füße mitnehmen sollen, wa? Die katapultieren mich ja immer wieder hoch. Oder wäre das egal, wäre es mit anderen Standbeinen genauso passiert? Okay, ja gut, Versuch 4, alles super, ne? 3 hätten wir noch, dann ist der Monoprop alle. Dann müsste ich doch ein Quicksave laden, wenn das so weit kommt. Ich hätte einfach nur, ich hätte den Rover einfach nur nehmen sollen. Oben einfach nur so ein Minitank dran mit Monoprop, oben abwerfen, fallen lassen, fertig. Der wäre nicht wieder hochgesprungen. Aber nein, ich will ja gleich eine ganze Forschungsstation dahinsetzen. Ich frage mich gerade, wie der Rover hier nachher abgeht bei null Anziehungskraft. Der, ich glaube, wenn ich über so einen Hügel springe, dann fliegt der glatt in Orbit. Im Nachhinein kann man es, glaube ich, nicht mehr. Oder, also, nee, da steht nur dran. Der Rover ACS? Nein, hat dann nicht. Deswegen meine ich ja, wenn der über einen Hügel fährt. Ich weiß, ich habe mal sagen, dass man müsste. Oder ich glaube, das warst sogar du. Du hast mal geschrieben, man packt ACS dran, der auf den Boden gerichtet ist. Damit man ganz. Dass man sozusagen immer wieder Bodenkontrolle hat. Okay. So, oh, jetzt hebe ich ab. So, Moment mal. So, ihr Boden. Der Boden und ich, wir werden keine Freunde. So, okay. Konzentration. Ja, gleich kommt wieder. Selber Fehler. Gleich kommt's wieder. Selber Fehler. Nein, bitte nicht. Lande gerade. Lande mit allen gleichzeitig. Das wäre jetzt total super. Du kommst auch super runter. Bitte. Bitte. Jetzt habe ich wieder, weil ich es angelassen habe, ne? Jetzt geht er auf den zuerst und dann schießt er mich wieder weg.
Achtung, und. Nein? Nein? Hör auf, aus, nix. Hörst du? Jetzt. Einmal bitte entspannt. Ja, ja, ja. Du klatschst schon, ich trau mich noch nicht. Es sieht aber gut aus. Hey! Oder? Das sieht aus wie gelandet, ne? Das ist gelandet. Danke. Jetzt fällt alles wieder in sich zusammen. Nein? Gut. So. Traue dem Ganzen nicht. Warte, ich mache ein Speichern voll. Das Ausklappen der Antenne wird so eine Kraft entwickeln, dass das Ding umkippt. Ich traue dem Ding hier gerade alles zu. Okay, und du möchtest einfach losfahren. Ne? Ich glaube, ich lasse den Warwall unten noch einfach dran. Wir werden eine Atmosphärenanalyse starten. Was hier nicht funktioniert. Es gibt auch nicht viel Atmosphäre hier drauf. Aber den Gu. Ernsthaft? Ich übermittle den Gu nicht. Ich werde den Gu bearbeiten lassen. Arbeitest du dann jetzt auch da dran? Start Research. Lord Dilby, du siehst nicht aus, als würdest du arbeiten. Ich sehe nichts. Irgendwo da dran habe ich noch ein Thermometer. Eigentlich habe ich ja relativ viel dran gehabt. Thermometer, da. Nee, Barometer, ist egal. Macht er die dann nach und nach durcharbeiten? Da ist keine Kapsel dran, da gibt es nur ein Labor und da drin sitzt der. Arbeitet er die denn jetzt nach und nach ab? Data. Okay, das sind Data. 2, 4, 5. Okay, macht er. War da noch was? Das sind Batterien. Das war das Barometer. Auf der anderen Seite ist das Thermometer. Was macht der auch? Das ist ja... Ich muss auch was übermitteln, ne? Übermittel mal das. Das bringt ja am wenigsten. Dann haben wir die Mission schon mal. Und dann, ach, du kannst die danach sowieso noch. Okay. So, Seismik müsste ich doch eigentlich auch mitgenommen haben. Die Frage ist halt nur gerade, wo an diesem... Da ist es. Da. Es bringt viel, ne? 557 Daten sind drin. Okay, was fehlt jetzt noch? Theoretisch noch Surface Sample, ne? Ich habe die Leiter... Ne, ich habe die Leiter nicht vergessen. Okay. Wir lassen den Rover da jetzt dran. Der wird hier nicht fahren. Das braucht er erstmal noch nicht. Er ist ganz gut so, wie es ist, ne? Steig mal aus. Wir brauchen Surface Sample. Und ein Fähnchen. Oh. Oh, 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 oh. Hilfe! Scheiße! Landen. Hallo? Hilfe! Komm mal bitte wieder runter! Alter! Hier ist hier nix! Hier ist hier nix! Nicht bewegen!
ist ja. So, das war Versuch 4, ne? Der hebt gerade ab, weil er die Flagge gesetzt hat. Das ist super. Ja, das ist einfach nur... Entschuldigung. Ja, Gilliländer. Zweite Kapsel. Vierte Landung. Alles perfekt. So. Und du begibst dich jetzt einfach bitte wieder zurück nach Hause. Ach, der hört immer, kaum dass er einmal Bodenberührung hat, hört er auf, das Pad zu nutzen, ne? Falsch. Genau, kaum landet er, packt er das Pad wieder ein, ne? Nee. Er macht es aber irgendwie trotzdem aus. Nee, doch nicht. Grab, grab, solltest du in der Nähe sein. Einfach zugreifen. Danke. Geh einfach da rein. Nicht raus, alles ist gut. Fühl dich wohl. Transmit Science haut jetzt alles raus. Genau. Ich will aber jetzt ja eigentlich nur... Oder researched, wenn ich jetzt Review Data, okay. Surface Sample haut. Okay, 334 Daten passen eh nicht mehr. Der EVA Report wird aber auch passen. Und der erstmal nicht. Keep. Weil es sind jetzt ja schon 646 drin. Und 0,010 Science. Also theoretisch arkert er das doch jetzt durch. Und da muss ich nur alle 500 Science übermitteln. Braucht er die auch auf, wenn ich nicht rechtzeitig hier bin? Keine Ahnung. Also ich weiß es jetzt nicht. Ist egal. Was ist das? Level Up Crew? Upgrade him to level... Respekt! Das ist jetzt der Erste, der es voll drauf hat. Einmal irgendwo gelandet. Perfekt. So. Jetzt reizt es mich doch, den Rover fahren zu lassen. Komm, machen wir. Ich überlege gerade. Hier ist keine Probe mehr bei. Also nichts zum Steuern dieses Dings. Das ist egal, ne? Also da muss kein Kommandokapselding bei sein. Es reicht, wenn ein Labor da dran ist, oder? Oder verliere ich sozusagen die Kontrolle über das Ding, wenn ich den Rover abkapsel, weil dort ist als einziges halt ein Kommandomodul drauf. Das weiß keiner, ne? Das macht sonst keiner, glaube ich. Dilby, ich habe vollstes Vertrauen. Ich mag nämlich das Ding jetzt nicht einfach... Aber ich mag den Rover fahren lassen. Es geht nicht anders. Nein, ich mache das nicht über einen Quicksave, der wird irgendwann überschrieben, ich kenne mich. So, einfach hier einmal, ich muss das einmal, ich habe Angst, dass ich nachher die Basis nicht mehr habe, weil da kein Modul dran ist. Was ich mir nicht vorstellen kann, aber die Kappel. Wo willst du hin? Es schwebt irgendwo hin. Also es fährt nicht wirklich. Nein, es hebt einfach ab. Also das Ding ist wenigstens ein Wower, der kann sich ruhig überschlagen, wie seine ganzen Kollegen. Dem passiert dabei nichts. Schade, ich hatte eigentlich gehofft, ich könnte... Oh, ich habe eine Idee. Das wird aber... das wird krampfig. Ich muss wieder einen Rover hierher bringen. Mit RCS obendrauf, der mich sozusagen am Boden hält.
dann Vollstoff über den Hügel, rechtzeitig SIS ausstellen und dann irgendwo hinfliegen. Ich glaube, SAS, das hilft dem Ding nicht mehr. Das rotiert hier jetzt einfach. Oh. Habe ich irgendein Science-Ding hier vergessen? Guck mal, wir können auch die Antenne ausfahren. Für die Kontrolle nicht verlieren. Du, Atmosphäre gibt's hier nicht. Und egal, was ich mache, du drehst dich jetzt einfach weiter, ne? Nö, das Ding funktioniert nicht. Oh. Erstmal schön die Räder einfahren. Damit kann ich mich dann, wenn ich ausfahre, katapultiere ich mich damit in die Höhe. Nö, der dreht sich einfach weiter. Wir können ja Dilby aussteigen lassen, um das Ding einzufangen, aber ich glaube, dann sehen wir die beide nie wieder. Ich gebe mich damit zufrieden, dass das Ding hier jetzt rumliegt. Man hätte die auch... Nee, eingefahren starten kann ich ja nicht. Darunter ist hier immer mein Decoupler. Lup. Ist egal, du hast keine Chance. Hier, bremsen! Jetzt sieht es mir aus wie ein Krebs, ne? Nein, das Ding funktioniert nicht. Habe ich begriffen. Ab ins Space Center. Drauf gepfiffen. Das wird nichts. So, jetzt ist aber hoffentlich... Erstmal müssen wir jetzt wieder Geld haben. Wenn auch nicht viel. Jetzt habe ich die Flagge schon gesetzt und jetzt kommt bestimmt ein Plan Flag on Gilly. Und das geht jetzt ja nicht mehr, weil wir können, glaube ich, pro Astronaut nur einmal eine Fahne setzen. Achso, ja. Zu dem wollte ich ja eh noch. Das ist ja der andere arme Übeltäter. Der ja keine Überlebenschance mehr hat. Aber er kann Science. Können wir nicht mal gucken, hat die Science angeworfen? Interessant. Ist der immer so schnell? Ich hab auch. Ah, der muss jetzt. Ah, der hat jetzt aufgeholt. Wie lange? Okay, dann transmit die mal. So, okay. Alles gut. Ich muss das umbenennen, sonst werde ich hier... Das eine ist sozusagen jetzt Eve Lab. Ne, Eve Orbit Lab müsste das ja eigentlich sein. Moment. Na komm. So, das Eve Orbit Lab macht das super. So. Info. So, Eve. Muss ja keiner wissen, dass das nicht so geplant war. Der Name zeigt jetzt erstmal, das muss so. Du zählst als Station. Nee, du hast keine Docking Ports. Du kannst nicht als Station zählen. Du bist ein Relay. Dafür hast du die ganzen Antennen dabei. So, bist du jetzt... Das ist immer die Frage. Nee, steht dabei, wenn einer da drinnen sitzt? Ja, daran sehe ich das. Gut. Du bist die Station. Das ist halt die
Dili Station als Lander oder halt als Base. Sieht viel cooler aus. Und dann bist du ja der Gili Rover. Du brauchst auch keine Nummer mehr dahinter, du bist jetzt ja da. So, und wenn ich da jetzt drauf gehe, dann müsste die auch als Basis. Ist ja die Forschungsbasis. Auf Gili. Ja, funktioniert. Science-mäßig nichts. 7 Science pro Tag. Das heißt, alle 80 Tage mal vorbeischauen. Aber da muss ich dran. Oh, da muss ich ja. Muss ich bei den anderen Sachen hier auch mal vorbeischauen. Müssen wir jetzt mal gucken. Ich muss jetzt. Wir müssen jetzt mal ein bisschen. Ah, stimmt schon wieder. Nach jeder Stunde. Ist ja kacke.